massive Steuererhöhung ab Januar 2024 für Millionen Rentner, Arbeitnehmer und Unternehmen. Industrieunternehmen werden beim Strompreis steuerlich entlastet. Was für ein Skandal. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es Ihnen ja auch in einem Video schon mal angedeutet, dass die Nutzungsentgelte für die Nutzung der Übertragungswege für Millionen Kunden im nächsten Jahr, also die ja Teil der Strompreise sind, deutlich steigen werden. Und nunmehr müssen wir uns leider, da gibt es einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, darauf einstellen, dass die Mehrwertsteuer bei Strom und Gas ab Januar 2024 von 7% auf 19% steigen wird, meine Damen und Herren. Also ich mache nicht den Daumen hoch, dass das toll ist, sondern das steigt nach oben. Dann wird in der Gastronomie auch die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2024 von 7% auf 19% hochgehen. Da läuft die Übergangsregelung zum 31.12.2023 leider aus. Und auch die Strom- und Gaspreisbremse soll wohl angeblich zum 31.12.2023 auslaufen. Das heißt also, wir werden nächstes Jahr ab Januar mit massiven Preiserhöhungen aufgrund der Strom- der Mehrwertsteuererhöhungen hier zu rechnen haben. Und dann kommt heute am 9.11. eine Nachricht rein, da haut's mir wirklich die Beine weg. Die Bundesregierung, ich zeige Ihnen das mal, plant aber für Großindustriekunden eine Strompreissenkung. Das heißt, die Großindustriekunden bekommen einen Industriestrompreis, der deutlich günstiger ist als der Strompreis, den wir bezahlen müssen. Und zwar hat Herr Habeck Folgendes vor. Er will die Steuern, die Stromsteuer von derzeit 2% auf dem Industriestrompreis, müssen wir sich mal überlegen, die zahlen nur 2%, auf das europäische Mindestmaß von 0,05% senken. Davon sollen wohl nicht nur große Industriekonzerne, sondern auch der Mittelstand profitieren, was ich nicht ganz glaube. 350 Konzerne, das sind die. Das ist auch nicht das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der kleine Mittelstand. Und wir Menschen, die dafür arbeiten. Ich im Übrigen auch mit. Also ich bekomme im Übrigen auch keine Stromerstattung, weil ich hier in meiner Kanzlei Strom verbrauche oder praktisch hier Geräte benutze, die Strom verbrauchen. Ich muss auch ganz normal zahlen, wie jeder andere auch. So, das heißt also, Industrie, Großindustriekunden bekommen eine Entlastung und kleine Kunden, so wie wir, bekommen wieder einmal nichts. Und das, meine Damen und Herren, das ist äußerst ärgerlich und es macht mich letzten Endes auch ein bisschen wütend, wo ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir wieder als kleine Unternehmer, als Verbraucher, als Arbeitnehmer, als Rentner hier wieder zur Kasse gebeten werden, damit andere Unternehmen sozusagen über eine erhöhte Mehrwertsteuer da letzten Endes gefördert und gepampert werden. So kann es nicht gehen, meine Damen und Herren. Ich bin der Meinung, alle, auch die Privatkunden, auch die Rentnerinnen und Rentner und auch Klein- und Mittelstand, sollte hier letzten Endes auch eine vergünstigte Stromsteuer bezahlen und nicht nur die Großunternehmen. Meine Damen und Herren, wenn Sie derselben Meinung sind wie ich, dann einfach Daumen hoch in den Kommentaren oder schreiben Sie uns einfach was dazu. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.